Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Erstmal Soundcheck. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das Rätsel nochmal funktionierte. Ach ja, das war einfach, nur schwer umzusetzen. Ich muss erstmal gucken, wie das nochmal funktioniert. Also so hat das nicht funktioniert. Was zur Hölle soll man da machen? Nicht gut. Zu viel Wasser. Hey, hier war ja was versteckt. Das soll man doch irgendwie unterbrechen, nur es funktioniert nicht.
Wieso funktioniert das nicht? Das muss man doch irgendwie blockieren können. Das Wasser, nur wie? Das habe ich ja doch schon mal hingekriegt, aber... Ne, so wird das nichts. Da muss man doch irgendwas anderes machen können. Nur was? Daneben. Mann, ich frage mich, was das bringt. Da fällt das sowieso runter. Das hält nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich mehr hole? Bin schon wieder daneben gesprungen. Warum passiert mir das andauernd?
Aua. Ne, so funktioniert das nicht. Nicht gut. Zu viel Wasser. Ja, zu viel Wasser, aber wie macht man das Wasser weg? Moment mal, ich kann ja noch hier hin. Ah. Ah. Was? Durchgeworfen? Das sind doch Verarsche. Ich hab ja noch Feuer reingemacht. Och nee, hab's vergessen. Und rüber. Bin drin. Überlebensversteck? Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Einmal nach oben, bitte. Und deswegen bin ich hier. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Offenbar haben sie das Ding herausgezerrt.
Aha, wo führt's das hier hin? So viel beschädigt. Die Amateur ausgraben, dazu der Einsturz. Aber es muss mit den Propheten zu tun gehabt haben. Wie viele? 97 Münzen. Scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Ab nach oben wieder. Okay, bin glaube ich ein bisschen zu früh abgesprungen. So, hoch hier. Verdammt steil hier. Ach, wo sind wir denn hier? Wow. Da, wo wir angefangen sind. Jetzt darf ich mich mal wieder auf den Weg zurück machen. So dunkel ist es hier auch nicht, Lara. Und so. Hoch hier. Nee, das war ein Wandgemälde. Egal. Ich gehe jetzt da nicht nochmal hin zurück. Oder? Nö. Wie geht's hier nochmal raus? Hier nicht. Hier. Was ist noch mal da oben? Okay, da geht's nur steil hinab. Okay, ich brauche einen Molotow-Cocktail. Sind hier irgendwo Flaschen? Ach, und hier war es ja noch ein Schrank.
Und ein Relikt, mal wieder. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Na toll, ich brauch mal wieder eine Flasche. Au! Warum hat das noch gebrannt? Okay, hier sind alle erfroren. Oh, doch ein Relikt. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Noch ein sowjetisches Schild. So, auf damit. Deswegen wollte ich hier hin. Na toll, von wir was anderem. Dass man den hier nicht aufmachen kann? Aber ich will erstmal jetzt sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.